The Art Museum in Rolandseck, that is also a lender to the exhibition, has its 10th anniversary this year. And yesterday, I was contacted by a German journalist, and she asked me, "Well, how about this fact that there are four organizations working on Hans Arp, like two in Germany, one in Switzerland, one in France?" And I told her, "Do you know how many museums there are dedicated to the German sculptor Ernst Barlach?" And she said, "No." I said, "Well, three. So Arp must at least be four, or even more, as it is a very important artist." And one of the good things about that is that we have different perspectives on this artist. And one of the main ideas of these conferences is that we bring different perspectives together. That's point one. And the other is that we talk about this important artist, in this case, to find out why this late work is so important. It therefore is a real honor for me now to introduce Simona Martinoli to you, who is the head of the ARP Foundation in Locarno. Since relatively short time, since July 2016, from 2003 to 2016, she oversaw the Swiss-Italian branch of the Society for Art History in Switzerland. And out of this specialty, she then became the curator of the Fondazione Marguerite Arp in Locarno. And you have already seen the Waldräder. Mr. Suter has already talked about the Waldräder very shortly, and we'll hear a lot more about them now. There you are. Danke für die Präsentation und vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme an dieser Tagung. Zu den Neuerungen im Arps Spätwerk gehört eine kleine Werkgruppe, die zwischen 1961 und 1964 geschaffen worden ist. Es handelt sich um die Waldräder 1 bis 7 und um die verwandten Skulpturen, Schachfiguren für Waldriesen sowie Gebiss einer alten Heldin. Zwitterwesen zwischen Rundplastik und Relief, mit denen Arp sein skulpturales Vokabular beträchtlich erweiterte. Alle diese Werke weisen ähnliche Merkmale auf. Es handelt sich um scheibenförmige Skulpturen aus einem schwarzen Kalkstein, dessen Handelsname belgischer Granit ist. Eine Schauseite ist borkig rau behauen, die Seitenflächen und die andere Seite glatt geschliffen. Die hier besprochene Serie ist entstanden, nachdem sich Arp in Locarno Solduno niederließ. Le plus beau pays dans l'Europe, wie er sich 1964 in einem Interview mit dem Tessiner Fernsehen ausdrückte, als er gefragt wurde, warum er denn das Tessin als Wohnort gewählt habe. Ausgehend von diesen Skulpturen soll in diesem Vortrag die Relevanz des Standortes Locarno für das Spätwerk von Arp aufgezeigt werden. Am 7. Februar 1959, wie ein Eintrag in der Agenda von Margrit Hagenbach bezeugt, kauften Arp und Margrit Hagenbach, bevor sie heirateten, das Anwesen Ronco dei Fiori in Locarno Solduno. Das weitläufige Grundstück bestand aus zwei Häusern in einem Park mit Weinberg auf dem Steilhang. Also, so. Mit dem Umbau und der Erweiterung des Haupthauses wurde gleich der Berner Architekt Fritz Behler beauftragt, der schon seit den 30er Jahren ein Büro in Ascona führte. Die Ausführungspläne lagen im Sommer 1959 vor. Und am 25. September schrieb Arp an die Basler Sammlerin und Freundin Annie Müller-Wittmann, ich zitiere, der Hausbau, der zu einem Hansbau angewachsen ist, schreitet rechts vorwärts. Anfang 60 konnte dann das Ehepaar in Ronco dei Fiori einziehen.
Zum Hansbau gehörte das geräumige und lichtdurchflutete Atelier im ersten Stock, ein Ort für die Schreib- und Papierarbeiten, also Zeichnungen, Collage, Découpage und so weiter. Für das plastische Werk mietete Arp ein zusätzliches Atelier in Locarno bei seinem Freund Remo Rossi, ein Tessiner Bildhauer, der als Mitglied von vielen Gremien und dank seinem Unternehmergeist eine wichtige Rolle im damaligen Kulturleben gespielt hatte. Die Korrespondenz zwischen den Arps und den Rossis in den Archiven der Fondazione Marguerite Arp und in denjenigen der Fondazione Remo Rossi aufbewahrt, gibt darüber Auskunft, dass Arp schon Anfang der 50er Jahre Skulpturen im Atelier von Rossi erstellen ließ und Rossis Fachkenntnisse über die verschiedenen Steinsorten vertraute. Im Außenquartier Saleggi, an der Via dei Marmi, so hieß damals bezeichnenderweise die Straße, befanden sich die Werkstatt und das Marmorlager der Steinhauer Gualtiero und Ettore Rossi, Remos Großvater und Vater. In einem Brief von Margaret Arp an Rossi vom 7. März 1957 findet man den ersten Hinweis, dass Arp die Absicht hatte, ein eigenes Atelier bei Rossi zu mieten, was spätestens dann 1959 geschah. Hier entstanden Arps Plastiken der Spätzeit unter Mithilfe seines Assistenten Candido Epis. Auf dem Gelände wuchs ein größeres Atelierkomplex und auf Arp folgten Italo Valenti, Hans Richter und andere Künstler. Rossi ging es vor allem um den kulturellen Austausch in einem Ort, der von Unprovinzialität bestimmt werden sollte und der auch Wohnmöglichkeiten für Künstler bieten sollte. Er hatte direkte Kontakte zu den Lieferanten von Materialien und konnte auf die Mitarbeit von fähigen italienischen Steinmetzen zählen, wie Alberto Meli und ein gewisser Molinari, die er oft für die Aufträge von Arp einsetzte. Bianca, die Ehefrau von Rossi, stellte dann Rechnungen an Marguerite Arp für die geleistete Arbeit, Löhne, Material und so weiter. Und in den Rechnungen des Zeitraumes zwischen Juni 61 und September 62 findet man auch Hinweise auf die hier behandelte Werkgruppe, wie beispielsweise der Ankauf von 4 Blöcken Nero Belgio, also belgischer Granit, sowie Aufzeichnungen der geleisteten Arbeit von Meli und von Molinari, für Werke, die man mit den Waldrädern 2 und 4 identifizieren kann. Spuren, die man in der Heimatstadt von Meli weiterverfolgen kann. Im Museo d'Arte Contemporanea in Luzzana bei Bergamo, wo sich der Nachlass Meli befindet, ist eine Skizze aufbewahrt, die als Arp-Zeichnung inventarisiert und publiziert ist, wobei es sich nach Einschätzung von Rainer Hüben, den ich in diesem Kontext gefragt habe, eher um eine Skizze von Meli selber handelt. Und die steht wohl mit Waldrad 3 im Zusammenhang. Aber wie kam Arp überhaupt darauf, die Serie der Waldräder zu realisieren? Eine Zeichnung, die von Marguerite Arp auf der Rückseite als Vorläufer der Räder 1959 bezeichnet ist, kann als frühe Ideenskizze zu den ab 1961 realisierten Rädern betrachtet werden und weist Ähnlichkeiten mit Waldrad 4 auf. Und überhaupt, das Thema Rad ist in diesen Jahren bei Arp präsent, auch im literarischen Werk, es sei an das Gedicht Das Rad von 1963 erinnert. Wenn man nach den Inspirationsquellen für die Waldräder sucht, ist in der Literatur unter anderem die Mexiko-Reise von 1958 erwähnt, von der Arp mit vollen Skizzenbüchern zurückkam. Wie aber Rudolf Sutter schon festgestellt hat, sucht man in den Skizzen vergebens asketische Steinräder, die Arp zu den Waldrädern inspiriert haben sollen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Mexiko-Reise gewisse Anregungen in diese Richtungen gab.
Die ARPs haben ihre Reiseunterlagen, Reiseführer, Reiseprospekte, Postkarten und so weiter in Solduno aufbewahrt. Und darunter befindet sich eine Broschüre aus Yucatan mit der Abbildung eines Jade-Schmuckstückes, das wie ein Rad aussieht. Aber das ist eher ein Kuriosum. Interessanter ist eine Postkarte, die als Valorie stammt, in der Nähe von Grasse, auf der eine alte Ölmühle mit ihren wuchtigen Rädern abgebildet ist. Als weitere mögliche Anregungen erwähnt Rudolf Sutter die Fensterrosen der mittelalterlichen Kathedralen, unter anderem in Zusammenhang mit Arps Eloge über die Rosetten der Kathedrale von Chartres. Dazu könnte man auch Arps Äußerungen zur Kathedrale in seiner Heimatstadt Salzburg Straßburg zitieren, deren Statuen in ihm den Wunsch erweckt haben sollen, Bildhauer zu werden, wie er in einem Interview mit George Morris 1957 sagte. Ich vermute, dass die Hauptinspirationsquelle aber im Garten von Solduno zu finden ist. Im terrassierten Teil, wo sich Arp gerne aufhielt, befindet sich ein alter Mühlstein, den schon Greta Strö mit den Waldrädern in Zusammenhang gebracht hat. Im architektonisch gestalteten Garten ist der Mühlstein, ein Sedimentgestein mit groben Oberflächen und einem Loch in der Mitte, senkrecht aufgestellt und fällt als das einzige, sagen wir so in Anführungszeichen, Dekorationselement auf. Er zeugt zudem von der Geschichte des Ortes Solduno vor dem 20. Jahrhundert, als sich die Einwohner unter anderem den Anbau und der Verarbeitung von Getreide widmeten. Auch andere rustikale Komponenten sind im Arpschen Anwesen in Solduno stark präsent. Die architektonischen Details des Atelierhauses wie Bögen und Terrasse, der Vorplatz und alle Gestaltungselemente des Gartens, Stützmauer, Wege, Gartenmobiliar, Pergola, sind aus Granit mit einer rauen, von Hand gehauener Oberfläche. Die Präsenz des Mühlsteines und die Eigenschaften des Ortes unterstützen die Plausibilität der Inspirationsquelle. Wenn man von der bewegten Oberfläche der Papier Froissé und der unregelmäßigen Konturen der Papier Déchiré absieht, ist die grob gehauene Oberfläche der Waldräder eine absolute Neuigkeit im Arpschen plastischen Oeuvre. Sie kontrastiert mit den perfekt geglätteten Seiten, so perfekt, dass sie wie gegossen aussehen und den Gegensatz natürlich wild versus künstlerisch bearbeitet unterstreichen. Als Schauseite wird üblicherweise die grob behauene Seite betrachtet, wobei es nicht so eindeutig zu sein scheint, wenn man die historischen Fotografien anschaut. Arp ließ von seinem Vertrauensfotograf Celesia in Locarno von den Rädern jeweils beide Fronten aufnehmen und platzierte in seinem Garten Waldrad 2 und Waldrad 1 mit der rauen und der glätten Front als Schauseite. Was man auf diesem Bild nicht sieht, ist, dass die janushafte Gebilde just vor dem hinter dem Baum versteckten Mühlstein in Szene gesetzt wurden. Waldrad 1 steht immer noch im Garten von Solduno, in die Natur eingefügt, allerdings in einer anderen Position. Die zum Wegrollen bereitstehenden Räder variieren ihre Positionen und verändern somit auch die natürliche Umgebung. Eine Veränderbarkeit, die der künstlerischen Auffassung von Arp voll entspricht und die in den zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenommenen Fotografien nachvollziehbar ist. Waldrad 2 fand, das haben wir schon im Vortrag von Herrn Sutter gesehen, fand 1967 oder 68 spätestens seinen Platz in der Schulanlage Bachmatten in Rheinach bei Basel. Er baut nach Plänen von Hans-Peter Bauer.
und zeugt somit von der neuen architektonischen Besinnung, die Arps Werk erfasst hatte und die sich eben durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Architekten im Rahmen seiner Kunstanbauprojekten der Spätzeit manifestierte. Für den Außenraum bestimmt befinden sich die übrigen Waldräder zum Teil in privaten Gärten und eins davon, Waldrad 6, steht auf dem Grab des Kunsthändlers Pierre Loeb auf dem Friedhof Montparnasse in Paris. Die ovale Form als Sinnbild der ewigen Verwandlung eignet sich vorzüglich für ein Grabmal und in diesem Zusammenhang sei auf das ikonische Bild von Henri Cartier-Bresson hingewiesen, das im Du-Heft vom August 1967 publiziert wurde. Darauf postiert Marguerite Arp-Hagenbach als Witwe hinter dem Waldrad 1 im Garten von Solduno. Die Inszenierung ist perfekt und effektvoll, mit der verschwommenen menschlichen Figur im Hintergrund, die fast auf dem Rad zu schweben scheint. Die Versuchung ist hier groß, in diesem Kontext die Leerform des Waldrades als Unendlichkeitszeichen zu interpretieren. Und genügend Interpretationsstoff würde auch die Anzahl der Waldräder riefen. Es sind nämlich 7. An dieser Stelle möchte ich hingegen noch kurz auf die Ausschnittformen dieser Skulpturen aufmerksam machen, die Arps Interesse für die Leerform im Spätwerk kennzeichnen. Alle 7 Waldräder haben eine ausgeschnittene Form, die ähnlichen, vielfach von Arp verwendeten Formen entspricht. Ich zitiere, denn alle Zeiten fließen bei ihm ständig in eine zusammen, um es mit den Worten von Carola Gideon-Welker zu sagen. So kann die Leerform von Waldrad 1 beispielsweise mit dem Zeichen für die Krawatte in Reliefs der 1920er Jahren in Zusammenhang gebracht werden. Oder bei Waldrad 2 lassen sich Parallelen zu einem Relief, Pfeilbrief von 1962 erkennen. Durch diese Leerform kann man einerseits durchschauen, wie Camille Briand an der Blumenausstellung Floralie Internationale 1969 bei einer Bronzeversion des Waldrad 2 oder die Landschaft entdecken. Hier auf dem anderen Fotos Floralie durch denselben Waldrad betrachtet. Hier sei nur noch auf die Aufschnittform von Waldrad 4 hingewiesen, die mit dem Holzschnitt Avant d'être musique und mit einem Holzrelief in Zusammenhang steht. Und genau diese Form veranschaulicht auf frappante Art, wie sich die Ausschnittformen aus den Waldrädern zu großen Figuren, Spielzeugen für Waldriesen entwickelten. Das sieht man sehr gut in dieser Sequenz da unten. Und nun komme ich eben zu den im Werkverzeichnis als Schachfigur für Waldriesen 1 und Schachfiguren für Waldriesen 2 katalogisierten Skulpturen zu reden. Die erste auf einem nicht skulptierten, nun verschollenen Sockel, die zweite, also die andere, zweiteilig. Ein Formelement auf ein zweites gestellt, das somit als Sockel fungiert. Im Ausstellungskatalog vom Musée Rat in Genf 1964 erscheint der Titel Figure d'échec pour géant 1 erstmalig mit der römischen Ziffer 1 zur Unterscheidung von Schachfigur für Waldriesen 2, dem folgenden Exponat. Historische Aufnahmen und Skizzen belegen, dass eine definitive Zuordnung der 3 Formteile zu 2 Plastiken, wie im Werkverzeichnis, zunächst offensichtlich nicht gegeben war. Aufgrund der gesichteten Quellen und Einträge im Inventar versuche ich zu rekonstruieren, wie Arp seine Waldriesen spielen ließ.
Zwei Skizzen zu Schachfiguren für Waldriesen zeigen die Skulpturen übereinander in zwei verschiedenen Kombinationen. In der ersten Zeichnung ist außerdem ein Formteil der Schachfiguren 2 zweimal vorhanden. Die Idee der übereinander gestellten Elemente ist auch in Skizzenbüchern präsent. So zum Beispiel im Skizzenbuch Nummer 11, das Zeichnungen aus der Zeit zwischen 1950 und 1966 enthält. In einem Brief an François Arp vom 4. April 1961 schreibt Marguerite, dass einer der Handwerker dabei sei, drei Formen aus Stein zu schneiden, die Arp übereinander stellen möchte. Wohl die besagten Schachfiguren, die demnach vordatiert werden sollten. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, was ich kürzlich in der Fondazione Remo Rossi entdeckte. Zwei Modelle aus Blech, die mit zwei Formteilen unserer Schachfiguren übereinstimmen, und zwar im Maßstab 1:1. Eine Rechnung vom 18. März 1961 belegt nämlich, dass drei Modelle in Lamiera, also drei Blechmodelle, im Auftrag von Rossi von einem gewissen Battista Ceruti geschnitten wurden. Und die Existenz dieser, sagen wir, ja, diese Decoupagen aus Blech deutet darauf hin, dass diese Werkgruppe in einem ähnlichen Prozedere wie Reliefs und eben wie die Schwellen hergestellt wurde, obwohl es sich um Steinskulpturen handelt. In einem Gespräch mit dem, also im schon erwähnten Gespräch mit dem Kunstkritiker Chevalier, Denis Chevalier, aus dem Jahr 1962 in Pourlard publiziert, stellt der Chevalier fest, dass ihn Arps Schwellen an seine Reliefs erinnern, denen just die Ebene entzogen wurde, die ihnen als Stütze und Hintergrund diente. Worauf Arp antwortete, hier in der deutschen Übersetzung, es ist tatsächlich dasselbe Prinzip ausgeschnittener Formen mit konstanter Dicke, nur wende ich es heute auf den Raum an. Und das trifft selbstverständlich auch auf die hier besprochene Werkgruppe zu. Das sind noch die zwei anderen, also das andere Modell. Einige Fotografien in der Fondazione zeigen die Skulpturen im Garten des Ronco dei Fiori in einem Zustand, der nicht dem heutigen entspricht. Die Schachfigur für Waldriesen 1 zeigt eine Kerbe, die vermutlich im Nachhinein zu einer Fläche erweitert worden ist. Das heißt, nachdem sie sich bereits im Garten des Künstlers befunden hat, ist die Skulptur noch einmal bearbeitet worden. Ganz nach Arps Auffassung schon fertige Werke im Nachhinein zu verändern. Außerdem liest man auf den Rechnungen aus dem Atelier Rossi Einträge wie Ripreso, diverse Modifiche und so weiter, also Rechnungen für Veränderungen, die bestätigen, dass bestehende Werke überarbeitet wurden. In andere Fotos kann man sehen, dass die Skulptur auf dem hochkant stehenden Sockel von dem als Schachfigur für Waldriesen 2 im Werkverzeichnis registriertes Werk postiert ist. Und das Foto links ist in der Zeitschrift Quadrum 1961 publiziert worden, was die schon erwähnte Vordatierung der Skulpturen implizieren würde. Es sei denn, 1962 wäre die Veränderung von Schachfigur Nummer 1 erfolgt, wie auch die Zuordnung der Formteile. Und beide würde man als Entstehungsdaten Datum der Plastiken werten. Die verschiedenen Bilder geben einen Einblick, wie Arp die Waldriesen mit ihren Figuren spielen ließ. Weitere Kombinationen sind erkennbar, so zum Beispiel die Schachfigur 2 mit dem Sockel hochstehend. Und die verschiedenen Zusammensetzungen wurden sowohl im Garten
als auch auf dem Granitboden vor dem Atelierhaus ausprobiert, wie verschiedene Schnappschüsse aus einem Fotoalbum der Arps zeigen. Zum Schluss noch ein paar Worte zur letzten Skulptur dieser Serie, Gebiss einer alten Heldin, die Eigenschaften von den Waldrädern und den Schachfiguren vereinigt, die Leerform der ersten und die bewegten Konturen der zweiten. Interviewt von der Fotografin Maria Netter 1955 äußerte sich Arp über den Akt der Formfindung, die eben nicht immer zufällig ist, mit diesen Worten, ich zitiere: Nun mit dieser Keimform, das heißt die Form, die ihm entspricht, fange ich an zu arbeiten. Je nach den Bedingungen vergröbere ich diese Form, unterdrücke jene, setze neue Formen an. Das kann Tage, Wochen lang gehen, ja manchmal Jahre, wenn ich die Arbeit wieder ruhen lasse. Es könnte sein, dass diese Form, für die im Werkverzeichnis mit dem Entstehungsjahr 1964 registrierte Skulptur, schon 3 Jahre früher entstand. In der Fondazione Remo Rossi befindet sich nämlich eine Zeichnung, signiert und datiert von Arp Noël 1961 mit einer Widmung an seine Freunde Bianca und Remo. Sie entspricht eindeutig dem Gebiss einer alten Heldin. Im Inventar der Stiftung Rossi ist sie mit dem Mappenwerk Vers le Blanc Infini von 1960 erfasst, das wohl zum Weihnachtsgeschenk gehörte. Und man könnte natürlich andere Bezüge noch erwähnen, aber ich möchte nun zum Schluss kommen. Also ich glaube, das ist aus diesen kurzen Ausführungen ersichtlich, dass Arp mit diesen Figuren richtig gespielt hat. Und das Spiel hat eigentlich schon beim Mühlstein oder eben ein Mühlestein angefangen. Mühle ist genauso wie Schach ein bekanntes Brettspiel. Mit diesen sozusagen im Raum versetzten Reliefs hat Arp ein Brettspiel im Außenraum in der Natur gemacht. Das Schachspiel ist ein Regelspiel, aber Strategie und Zufall spielen auch eine Rolle. Arps Schachfiguren entsprechen eher dem Pferd, der 2 Felder vor und von da aus gerechnet 1 zur Seite springt, und zwar nach allen Richtungen hin. Vielleicht ist es nicht so abwegig, der Rösselsprung als Metapher von Arps Arbeitsweise zu deuten. Danke. Thank you very much. I mean, this was very clearly an example of sculptures we've not been looking at, most of us. And I think this was very, it brought an enormous amount of thoughts, especially as you had been talking about thresholds and the fact that one side of these sculptures is very rough, the other one is very smooth. But let's go to the questions, to the speakers. Who has any questions he wants to ask? Vortrag und du hast ja sehr schön gezeigt, wie auf dem Granitplatten in Locarno die einzelnen Schachfiguren platziert wurden. Und die Frage ist jetzt, war das quasi nur einmal zu Schauzwecken oder standen die da immer und wurden dann immer in verschiedene Positionen bewegt? Ja, die wurden tatsächlich immer wieder bewegt, obwohl sie gar nicht so leicht zu bewegen sind. Also sie sind ziemlich schwer nämlich. Aber also, es gibt wirklich eine Unzahl von Fotos, ich habe nur einige gezeigt. Und die belegen, die Figuren wurden wirklich immer verschoben, sowohl eben auf dem Granitboden als auch im Garten. Man sieht wirklich immer andere Positionen. Also,
Ja, also sie sind wirklich sehr schwer. Also das habe ich, sie haben ein bisschen auch Konservierungsprobleme. Also mit diesem belgischen, also Kalkstein ist natürlich nicht so wetterfest, wie man meint. Und ich habe sie verstellen lassen im Winter und ich habe gesehen, sie sind wirklich tatsächlich sehr schwer. Also ich nehme an Arp und er hat auch die verschiedenen Positionen von professionellen Fotograf aufnehmen lassen. Das heißt, ja, extra. Der Begriff Belgisch Granit ist ja nicht sehr geläufig. Wer hat denn noch mit Belgisch Granit gearbeitet? Ich würde gar keinen Künstler kennen, der mit diesem Material gearbeitet hat. Ein Freund von Arp, François Staly, der auch in Meudon, also zu späterer Zeit, hatte ein Atelier dort gehabt. Die hatten sich schon früh kennengelernt in Zürich und dann auch während des Krieges in Graz. Und zum Beispiel François Staly hat sehr viel mit diesem Material gearbeitet. Und in Frankreich ist das sehr bekannt, dieser belgische Granit, der auch sehr schön, also wenn er zum Beispiel hoch auf Hochglanz geschliffen wird, sehr attraktiv aussieht, will ich mal sagen. Also es ist ein interessantes Material. Bitte? In Belgien, aber ich weiß nicht wo. Und, er wird unterhalb von Namur wird er abgebaut und wird vor allem, ich meine, das ist jetzt die Bildhauereifachsimpelei, aber wird vor allem in der Tat in der Friedhofs Bildhauerei sehr viel im Belgischen und im Französischen benutzt. Ich habe auch eine Frage. Bei den Rechnungen, die es also offensichtlich von Rossi gibt, ist da auch etwas über die Bearbeitungsweise zu sehen? Denn es macht für einen Steinmetz relativ viel aus, ob er eine Fläche schleift, ob er eine ordentliche Kurve hinkriegen muss oder ob er eine grobe Fläche macht. Und das müsste eigentlich sich in der Rechnung auch zeigen. In den Rechnungen, also es gab Rechnungen für Zeitspannen von mehreren Monaten und die waren ziemlich zusammengefasst, also so und so viele Tage für Mehli, für Molinari und so weiter. Also und dann gab es zum Teil so Skizzen von Rossi und von der Ehefrau von Rossi, also die diese Waldräder zeigen mit zum Beispiel eben Ripreso oder so, dass diese Überarbeitungen auch zeigen. Das Interessante ist nämlich, dass die Bleche, die Sie gezeigt haben, und Bleche als Beispiel fürs Schneiden, ist ja genau, was jeder Friedhofsbildhauer auch macht. Also das ist tatsächlich eine Technik, die sozusagen gängig ist in dieser Form. Aber gut, Fragen. Bitte sehr. So, ich hätte eine Frage an Herrn Suter. Und zwar, nach dem Tod von Sophie Teuber-Arp hat Arp eigentlich seine Einstellung zu dem Zufall und zu dem Zufallprinzip umformuliert. Und hat er wirklich Nietzsche vergessen oder wie hat das ausgesehen? Also in den Jahren, als er mit Sophie Teuber-Arp an Zufallsprinzip gearbeitet hat, war er total von Nietzsche beeindruckt und er hat wie Nietzsche gesagt, dass der Zufall ein Geschenk von den Musen ist, dass wenn jemand mit dem Zufall arbeitet, kreiert er oder sie ein reines Leben. Und dann liest er nur Mystiker und vergisst er Nietzsche total oder wie sieht das aus? Also ich finde bei Arp keinen Hinweis auf seine Nietzsche-Lektüre. Gibt es einfach nichts. Was nicht ausschließt, dass er ihn nicht doch gelesen hat. Aber er bezieht sich nirgends direkt auf ihn, soviel ich weiß. Und in die Musen und der Zufall, wo ich zitiert habe, bezieht er sich auf den griechischen weiß ich schon wieder, komme mir nicht in den Sinn.
Also ich finde keinen Bezug zu Nietzsche, direkt. Ja. Ich frage nach Nietzsche, weil ich viele Texte über Ellsworth Kelly gelesen habe. Heute Jan Giebel hat auch davon erwähnt, dass Ellsworth Kelly Hans Arp im Jahre 1950 in Paris getroffen hat. Und Kelly, ich glaube, er hat davon geschrieben, dass er mit Hans Arp über den Zufall in Bezug auf Nietzsche diskutiert hat. Und deswegen meine Frage. Ja, das kann schon sein, das ist sicher auszuschließen. Ich finde, man sollte bei der Zufallsfrage auch mal betrachten, ab wann hat Arp vom Zufall gesprochen in seinen Texten? Ab wann hat er seine Werke mit dem Zufall betitelt? Und das taucht so um 1930, 31 auf. Ja, da kommen die ersten Äußerungen, also die ersten Werke werden nach dem Gesetz des Zufalls betitelt. Und in der Zeit schreibt André Breton zum Beispiel über den Zufall. Ja. Also ich habe immer etwas Schwierigkeiten, wenn man eine bestimmte Idee auf einen einzigen Autor zurückführen will. Ich glaube eher, dass es oft mehrere verschiedene Quellen gibt für so eine Idee. Vielen Dank. Es gibt eine Wortmeldung hier vorne. Wir machen ein Mikro hier, ein Mikro da. Ja. Danke. Ich wollte mich hier noch mit einer Frage anschließen an Herrn Sutter, das vielleicht auch noch etwas breiter anschauen. Ich würde gerne diesen Mystizismus von Arp ein bisschen kontextualisiert sehen. Und dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es ja für diese Hinwendung, die Sie beschrieben haben, zum Mystizismus ja auch eine große und mit Arp bekannte Vorgängerfigur gibt, nämlich Hugo Ball. Also dieser Konnex zwischen Dada und Byzantinismus dann sehr prominent aufscheint. Und ich denke, Arp hat ja auch schon in den 10er Jahren über Kandinsky sich mit den Theorien der Theosophie bekannt gemacht. Und wenn wir jetzt noch Carola Gittons Diktum, bei ihm fließen alle Zeiten zusammen, auch noch aufnehmen, dann wie sehr sind das auch Reprisen, die sich da manifestieren in diesem späten Mystizismus? Also ich bin völlig einig mit Ihnen, dass Arp Mystik schon sehr, sehr früh kennengelernt hat. Mystik war ja so in den 1910er Jahren eigentlich ein Gemeinplatz. Also ich zum Beispiel im Blauen Reiter, im Almanach der Blaue Reiter, findet man mehrmals Hinweise auf die Mystik. Ja. Franz Marc spricht zum Beispiel darüber, auch Kandinsky spricht darüber. Ich bin der Meinung, dass das damals eine Mode war. Man hat sich auf die Mystik bezogen, ohne besonders religiös gewesen zu sein. Hugo Ball hat sich ja erst ein paar Jahre nach Dada, nachdem er sich von Dada verabschiedet hat, ist er religiös geworden. Man kann sogar vermuten, dass die Flucht aus der Zeit auch ein bisschen nachträglich noch kompiliert worden ist von ihm, mit religiösen Ideen darin. Ich bin der Meinung, dass der Bezug auf die Mystik damals nicht aus einer tiefen Religiosität heraus zustande gekommen ist. Und ich glaube, dass das sich bei Arp geändert hat im Verlauf der Jahrzehnte. Das ist eine allmähliche Entwicklung, dass er immer religiöser geworden ist. Also ein erster Schub nach dem Tod seiner Mutter, Sophie Teuber spricht ja darüber in ihren Briefen. Und ich stelle auch fest, dass Ende der 30er Jahre kommen noch wenig deutliche Hinweise auf eine religiöse Einstellung in seinen Gedichten zutage, und dann nach dem Tod von Seufert Teuber, da drückt es richtig durch. Und ich glaube auch, dass Arp sich nach dem Tod von Seufert Teuber, wenn er sich auf die Musik bezogen hat, wirklich aus einer tiefen Religiosität heraus damit beschäftigt hat. Ja. Also das ist für mich ein Unterschied in der Qualität, mit der er sich mit der Mystik auseinandersetzt. Ich könnte noch hinzufügen, dass
der Einfluss von Marguerite Arp auch sehr groß war. Sie war katholisch, und danach ist Arp auch katholisch geworden, und sie waren sehr aktiv. Also sie haben, ich weiß jetzt nicht, irgendwie hatten sie eine sehr gute Verbindung zu einem Priester und waren ihm, also es war ein Freund geworden, und sie haben sich auch in der Kirche in der Nähe von Meudon, ich weiß leider nicht, welche Kirche das war, sehr engagiert und waren sehr praktizierend. Also das war sehr wichtig, und der Einfluss war da von Marguerite auch sehr stark auf Arp. Entschuldigung, ich möchte noch was darauf erwidern. Das glaube ich auch, nur diese Hinwendung zu dieser tiefen Religiosität, auch zu einer katholischen Religiosität, hat vor der Liaison mit Margit Hagenbach stattgefunden. Er hat ja nach dem Tod von Sofetäuber Zuflucht in einem Club, bei einem Aumonier, also einem Priester, der in einem Frauenkloster die Kulthandlungen ausgeführt hat, oder Zuflucht gesucht. Ja. Und das war ja noch vor der Liaison mit Margit Hagenbach. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann nachher Margit Hagenbach da auch noch ein bisschen mitgeholfen hat für seine religiösen Entwicklung. Ich weiß auch nicht, wie viel sie zum Beispiel bei den Betitelungen seiner späten Arbeiten mitgeholfen hat. Ja. Wichtiger Punkt. Wir gehen von links hinten nach rechts vorne. I guess my question is to anyone who can answer it. I'm interested in the Arp's take on materials. I'm baffled by the fact that the work that we are looking at, you know, exists in the same form as a drawing, as a mill cut, and then it becomes stone. I'm interested in what happens in between. How does the form migrate to these new materials? How did Arp how interested he was in this this translation? Did he talk about materials? If you look at this work, you know, it seems like the form is even kind of struggling to work in this new material. Stone works very differently in that material than it does in a, let's say, in a drawing. My question is about both about his relationship to working with materials, as well as this issue of the material transfer. Ich weiß nicht, welcher der Vortragenden den Künstler Hut erwähnt hat, der Arp sehr beeinflusst hat. Das war mir so nicht bekannt, und ich würde gerne ein bisschen mehr über die Beziehung Hut und Arp wissen. War es ein Schweizer Künstler? Und danke. Fritz Huf, ja, so viel kann ich über die Beziehung eigentlich auch gar nicht sagen. Ich glaube, so viel ist über die Beziehung einfach auch gar nicht bekannt. Also Arp hat selber gesagt, dass Huf ihn vertraut gemacht hat mit dem Bildhauern, beziehungsweise mit der Arbeit im Gips. Huf selber war allerdings auch Autodidakt und kam eben aus einem Kreis, den man vielleicht Ausdrucksplastiker nach der Ausstellung 1912 in Mannheim, obwohl er da nicht dabei war, benennen könnte, also aus einem Kreis von jungen Bildhauern, deutschsprachigen Bildhauern, die natürlich nach Frankreich geguckt haben und die natürlich versucht haben, moderne Plastik in den deutschsprachigen Raum zu bringen.
Und dann verliert sich ja aber die Spur, also die treffen sich 1900 oder in den 1910er Jahren im Weggis, wenn ich richtig informiert bin, und danach bricht der Kontakt ab. Das heißt also, ich habe das Beispiel vor allem auch gezeigt von dem Relief von Huf, was ja auch als verschollen gilt, und da könnte man auch noch rundplastische Arbeiten von Huf zeigen, die dann ab den 1930er Jahren entstehen, die auch so Kopfformen haben, die vielleicht auf der einen Seite ein bisschen an Konstantin Brancusi erinnern, die auf der anderen Seite aber natürlich auch die Formensprache von Hans Arp tragen. Und da müsste man jetzt einfach nochmal an diesem Punkt, denke ich, weitergehen. Ich glaube, sie treffen sich dann erst so richtig wieder in den 50er Jahren. Aber Huf ist natürlich in dem Kreis von Abstraction, Creation auch virulent oder ist da auf jeden Fall aktiv. Und dieses Relief war zum Beispiel in der surrealistischen Zeitschrift Minotaure abgebildet. Also man begegnet sich vielleicht nicht direkt, aber über bestimmte Medien oder über bestimmte Mittler. Und das wäre, denke ich, also ich kann jetzt auch nicht viel mehr über die Beziehung der beiden sagen, als diese Informationen, die ich jetzt gegeben habe. Aber das wäre sicherlich auch nochmal wert, zu schauen, inwiefern man da noch Spuren findet. Ich weiß nicht, ob das geht. Fritz Huf ist recht schlecht aufgearbeitet, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die Quellenlage bei Huf ist. Müsste man gucken, wäre es aber vielleicht mal wert, zu gucken. Vielleicht findet es zu einem Ergebnis, vielleicht aber auch also nicht. Das also das war jedenfalls frappierend, die Ähnlichkeit von den Arbeiten. Ja, Dankeschön. Herr Sutter. Also ich glaube, zu Fritz Huf gibt es wirklich nicht viel. Es gibt ja einen Katalog über den modernen Bund. Eine Ausstellung, die in Luzern stattgefunden hat vor ein paar Jahren. Da findet man, wenn ich mich richtig erinnere, nichts über Fritz Huf. Ja. Und ich glaube schon, dass Huf ihm das Handwerk beigebracht hat, aber Arp hat ja dann erst so gegen 1930 wieder angefangen, in diesem Metier zu arbeiten. Und wo dann die Inspirationsquellen gewesen sind, das ist nochmal eine andere Frage. Ja, das muss ja nicht Huf gewesen sein, da gibt es ja viele weitere Möglichkeiten.